Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder bei mir einschaltet. Ich hoffe, bei euch ist alles richtig genial. Kennt ihr die Situation? Ihr habt Stereo-Lautsprecher und Stereo-Verstärker, läuft alles. Jetzt habe ich aber noch irgendwie, Gott weiß wie viele Lautsprecher, noch rumstehen. Und am Verstärker könnte ich die auch noch anschließen. Also stelle ich die unterschiedlichen Lautsprecher bei mir im Zimmer rein und schließe das an. Habe ich dann wirklich eine bessere Performance, mehr Lautstärke und mehr Bass? Oder ist das Ganze vielleicht einfach unsinnig? Da reden wir mal in diesem Video drüber. Das wird spannend. Bleibt doch einfach dran. Los geht's. Euer Speaker Schocker. Ein Lautsprecher soll das Audiosignal möglichst neutral wiedergeben und bestenfalls soll auch alles zeitgleich bei uns am Ohr ankommen. Das heißt die Bässe, die Mitten und die Höhen. Aber das ist nicht immer ganz einfach, denn zum Beispiel das Basssignal braucht oft am längsten, bis es hinten am Lautsprecher rein und bis es vorne auch wieder rauskommt. Die Höhen sind da meistens etwas schneller und die Mitten bewegen sich so dazwischen. Wie machen wir das denn jetzt, dass das alles gleichzeitig bei uns am Ohr ankommt? Da hat jeder Hersteller so seine eigenen Methoden. Man hat es vielleicht schon mal öfters gesehen. Oft ist der Hochtöner oder Mitteltöner ein bisschen tiefer, weiter hinten im Gehäuse verbaut, damit er einfach einen längeren Weg hat zu unserem Ohr und dass es dann gleichzeitig bei uns ankommt. Oder dann wird auf der Frequenzweiche was gemacht. Es kann auch sein, dass der Hochtöner und Mitteltöner, dass es irgendwie verpolt angeschlossen wird. Oder mit der Phase wird was gemacht. Also ein Lautsprecher braucht schon eine gewisse Zeit, das Audiosignal so wiederzugeben, dass es bestenfalls auch gleichzeitig bei uns am Ohr ankommt. Das ist nämlich ganz wichtig, wenn wir schön Musik hören, schön Stereo, schön im Stereo-Dreieck sitzen. Denn dann können wir auch schön aus der Stereoaufnahme nicht nur hören, wo links und rechts was ist, sondern auch, wie weit steht was links und rechts und wie weit ist es auf der Bühne? Ist es mehr vorne auf der Bühne? Ist der Sänger eher vorne oder ist es weiter hinten? Dann können wir nämlich eine wunderschöne Tiefenstaffelung raushören und das funktioniert besonders gut, wenn der Lautsprecher auch zeitrichtig spielt. Das heißt, Mitten und die Höhen und die Bässe kommen gleichzeitig bei uns am Ohr an. Aber das ist immer eine ganz schwierige Sache und nicht ganz einfach. Wie gesagt, da macht jeder Hersteller so seine eigenen Erfahrungen und auch seine eigenen Konstruktionen. Habe ich zweimal den gleichen Lautsprecher und sitze schön im Stereo-Dreieck, passt das. Also beide Lautsprecher haben jeweils denselben Abstand zueinander von sich und ich als Zuhörer habe auch jeweils denselben Abstand zum Lautsprecher. Dann passt das. Aber jetzt denke ich mir, ach komm, ich habe ja noch Lautsprecher, ich stelle mir noch welche dazu. Was passiert denn dann? Der eine Lautsprecher, haben wir gesagt, der, sagen wir mal, braucht diese und jene Zeit und macht dieses und jenes mit dem Signal, damit es so rauskommt, wie es dann rauskommt. Der andere Lautsprecher kann sogar vielleicht ein bisschen schneller sein, ein bisschen anders arbeiten oder auch ein bisschen langsamer sein. Und was wir dann für ein Problem haben, dann können wir Auslöschungen haben, weil der eine Lautsprecher vielleicht mit einem Beat schon angefangen hat und der andere noch nicht, die Membranen nicht sich gleichmäßig bewegen, sondern irgendwie sich so irgendwie gegeneinander sich anschwingen, ausschwingen und Auslöschungen verursachen. Es kann sein, dass wir eine gewisse Frequenz haben, dass die beide gleichzeitig arbeiten. Das ist dann nur eine gewisse Frequenz und garantiert nicht von, sagen wir mal, 20 bis 20.000 Hertz. Das ist auch beim Subwoofer so, wenn wir da zwei unterschiedliche Subwoofer haben. Die arbeiten auch mit unterschiedlichen Sachen und auch da braucht das Signal unterschiedlich lange, bis es verarbeitet und vorne dann rauskommt. Das heißt, wenn wir da zwei unterschiedliche Subwoofer nehmen, da kann es im schlimmsten Fall echt sein, dass die sich wirklich komplett gegenseitig auslöschen und wir da mit einer Phase was drehen können, kann funktionieren. Aber dann haben wir vielleicht auch nur eine Frequenz, sagen wir mal 60 Hertz, da passt wunderbar. Aber bei 80 Hertz haben wir schon wieder eine komplette Auslöschung. Und ich habe da mal eine Kleinigkeit vorbereitet. Ich habe einfach mal unterschiedliche Lautsprecher an einem Verstärker, an einem Stereo-Verstärker angeschlossen, an einem Ausgang. Das sollte man nicht tun. Warum man nicht mehrere Lautsprecher an einem Stereo-Verstärker anschließen sollte, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Das findet ihr oben rechts in der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung. Und da habe ich einfach mal ein Lied draufgegeben. Einfach ein Lied, was einen kurzen, knackigen Beat hat. So bam, bam, bam. Das habe ich da mal in Zeitlupe aufgenommen, um zu zeigen, dass die Lautsprecher quasi sich gegenseitig, dass bei den Membranen quasi das nicht gleichmäßig schwingt, sondern echt irgendwie so eine Laola-Welle entsteht. Schaut mal hin. Und ich denke, hier sieht man ganz deutlich, dass da wirklich nichts gleichmäßig ist, sondern das Ganze einfach sich irgendwie wie eine Welle ausbreitet. Und das ist jetzt hier nur bei einer Frequenz.
Man könnte natürlich jetzt das Glück haben, oh, im Bass, das haut jetzt richtig rein bei einer gewissen Frequenz. Aber vernünftiges Stereo hören funktioniert gar nicht mehr. Ihr habt gar keine Tiefenstaffelung mehr. Ihr hört auf der Bühne, ja, das könnte vielleicht von links oder rechts irgendwie was kommen, hört sich aber total verwaschen an. Was dazu noch war, als ich einen Lautsprecher laufen lassen hatte und dann dieses Dreiergespann zusammen, das Dreiergespann braucht erstmal viel mehr Leistung. Und ich hatte viel weniger Lautstärke und klanglich war das alles total verwaschen. Da kam nichts mehr klar rüber, weder Höhen noch Mitten. Bässe war zwar irgendwie manchmal ein bisschen druckvoller, aber total verwaschen und matschig. Also wenn, dann sollte es wirklich derselbe Lautsprecher sein und Stereo-Musik funktioniert am besten einfach mit zwei Lautsprechern und fertig. Hört ihr jetzt Mehrkanal-Stereo oder sowas oder habt jetzt ein Heimkinosystem oder sowas, dann ist es auch schon ganz wichtig, dass ihr mindestens die Frontlautsprecher, die gleichen Lautsprecher bzw. die gleiche Lautsprecherserie habt. Das heißt, ihr habt da meinetwegen Standlautsprecher und oft gibt es ja auch zu den Standlautsprechern den passenden Center-Lautsprecher. An der Front solltet ihr das auf jeden Fall haben, weil da passiert im Heimkino, finde ich, das meiste und auch das Wichtigste. Im Surround-Bereich, was hinten abgeht, da kann man auch mal andere Lautsprecher nehmen. Da ist jetzt nicht ganz so wichtig, weil da sind oft einfach nur Effekte oder sowas. Aber wenn ihr, wie gesagt, jetzt Mehrkanal-Stereo-Musik hört, wo da auch die Ortung wichtig ist, dann solltet ihr da auch aufpassen, dass ihr da vielleicht die Kompaktlautsprecher aus der jeweiligen Serie von dem Frontlautsprecher nimmt. Und beim Subwoofer, wie gesagt, da kann man dann auch schon mal ein bisschen abweichen. Muss jetzt nicht unbedingt der aus der Lautsprecherserie sein. Da kommt es besonders auch auf den Raum an, den ihr habt und auf was ihr da besonders Wert legt. Aber auch hier ist es so, wenn ihr zwei unterschiedliche Subwoofer nimmt, die können sich auch gegenseitig auslöschen. Ähnlich funktioniert auch zum Beispiel das Noise Cancelling bei Kopfhörern. Und Auslöschung wollen wir ja eigentlich, wenn wir mehrere Lautsprecher eigentlich benutzen wollen, gar nicht haben. Wenn ich sage, oh, ich möchte jetzt hier ein bisschen mehr haben, ich stelle mir noch einen Lautsprecher dahin, möchte ich eigentlich mehr haben. Funktioniert aber mit unterschiedlichen Lautsprechern meistens gar nicht. Aber wer meine ältesten Videos kennt, der weiß, dass ich sowas früher auch mal selber gemacht habe zu Silvester. Da habe ich das auch ganz viele Lautsprecher in einem Raum reingestellt. Die hatten zwar genügend Verstärkerleistung. Das Ganze hat sich irgendwie schön alles einen zurechtgeschwungen. Hat sich aber nicht wirklich toll angefühlt, wobei haben wir damals gesagt, ja, passt schon wunderbar. Aber ein Lautsprecher hat mehr gemacht wie dieses ganze Konstrukt zusammen. Und da ist dann manchmal weniger mehr und zwei Lautsprecher reichen dann oft vollkommen. Außer ich habe, wie gesagt, ich möchte Quadrophonie haben, nämlich viermal denselben Lautsprecher, dann kann das auch ganz gut funktionieren. Unterschiedliche Lautsprecher oder Subwoofer eher nicht. Aber liebe Leute, schreibt ihr mir doch mal in die Kommentare, ob ihr sowas schon mal gemacht habt und was ihr dafür Erfahrungen mitgemacht habt. Ich bin jetzt hier am Ende dieses Videos angekommen und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst ihr noch gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert auch gerne diesen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann würde es mich riesig freuen, wenn wir uns im nächsten Video alle hier zusammen wiedersehen. Macht's bis dahin gut, liebe Leute. Bleibt mir gesund und munter. Bis dahin, euer Speakerschocker. Tschüss. Noch da oben sind noch zwei andere Videos und hier unten könnt ihr mich direkt abonnieren.